Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um die Statements der AfD-Spitzenkandidaten in der Tagesschau. Jetzt im Folgenden die Statements, danach ein paar Worte dazu. Herr Söder, Wahlergebnis vom letzten Mal konnten Sie in etwa behaupten, aber die Ergebnisse wachsen nicht in den Himmel. Das konservative Spektrum auszuschöpfen gelingt der CSU nicht mehr so wie früher. Was ist Ihr Befund? Ich weiß nicht, ob die AfD konservativ ist. Im Gegenteil, die sind großen Teilen rechtsextrem. Aber die Freien Wähler zumindest sind auch recht stark. Hat sich in der Tat ergeben. Aber wir haben ja auch einen sehr turbulenten Wahlkampf gehabt mit Dingen, die es normalerweise nicht gegeben hat, wie an der sogenannten Flugblattaffäre. Ich finde, durch einen großen Schlussspurt, den wir gemacht haben, haben wir am Ende ein sehr stabiles Ergebnis erzielt, einen klaren Wählerauftrag bekommen als CSU. Klarer Wählerauftrag an mich persönlich als Ministerpräsident. Eine starke und stabile Demokratie in Bayern weiter zu sichern. Und diesen Auftrag werden wir auch wahrnehmen, und zwar sehr konsequent und sehr rasch. Herr Hartmann, wie sehr hat das Heizungsgesetz der Ampelkoalition Ihr Ergebnis nach unten gedrückt? Früher waren Sie bei der letzten Wahl der strahlende Gewinner auf der Oppositionsbank, jetzt nicht mehr. Naja, erstmal mal einordnen. Wir haben weiterhin das zweitbeste Landtagswahlergebnis unserer Geschichte eingefahren. Also nicht beim schlechtesten, beim zweitbesten Ergebnis. Und es uns ein Wind ins Gesicht geblasen hat, das war hinreichend bekannt. Dafür haben wir uns ein ganz gutes Ergebnis eingefahren. Und ich würde sagen, wir Grüne sind auch fest in Bayern verankert und gehören aber zu Bayern. Aber nicht mehr Oppositionsführer jetzt, nach jetzigem Stand? Nach dem aktuellen Stand nicht. Da schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Es sind noch nicht alle Wahllokale ja komplett ausgezählt. Ich hoffe weiterhin, dass wir Grüne zweitstärkste Kraft sind. Ich bin überzeugt, es tut unserem Land, der Demokratie gut, dass eine demokratische Partei die zweitstärkste Kraft ist. Herr Böhm, es gibt Bewegungen in der Flüchtlingspolitik. Die Ampelkoalition versucht da zu reagieren und will auf europäischer Ebene da auch Bewegung reinbringen. Kann es sein, dass doch auf absehbarer Zeit Ihr Kernthema Ihnen etwas abhanden kommt? Also wir können in den letzten Jahren verfolgen, dass die Bestrebungen, speziell jetzt seitens der Ampelabrisstruppe in Berlin, natürlich keinerlei signifikante Änderungen in der Migrationspolitik zu uns gebracht hat. Im Gegenteil, wir sind an vielen Stellen den Vorgaben aus Brüssel unterworfen. Unsere Bundesregierung hat es nicht fertiggebracht, zum Beispiel sichere Herkunftsstaaten weiter auszurufen. Es wird noch ein langer, langer und steiniger Weg, bis wir die Migrationspolitik, die ich, ohne pathetisch zu sein, als Mutter aller Probleme bei uns in Deutschland bezeichnen will, bis wir die in den Griff bekommen. Herr Söder, noch eine Frage. Welche Koalition streben Sie an? Und wird diese Koalition mit den Freien Wählern, ist ja geplant, dann ein Bollwerk gegen Rechtsextremismus sein können? Ja, das wird es auf jeden Fall, dafür stehe ich auch ganz persönlich. Aber das Wichtigste ist, wir haben vor der Wahl versprochen, eine bürgerliche Regierung fortzusetzen, die letzten 5 Jahre gut gearbeitet hat. Die Ergebnisse in der bayerischen Politik sind ja wirklich echt mehr als sehenswert. Bayern geht es besser als nahezu allen anderen Bundesländern. Und wir werden genau diese Stabilität, die ich versprochen habe, auch dann nach der Wahl halten. Und deswegen wird es Gespräche geben die Woche mit den Freien Wählern. Und ich denke, wir werden rasch zu einer guten Regierungsbildung kommen. Und die Sticheleien mit den Freien Wählern, die zuletzt waren, wie sehr ist das eine Belastung? Also ich glaube, manches wird sicherlich noch besprochen werden müssen und aufgearbeitet werden müssen. Aber man hat an den heutigen Stellungnahmen gemerkt, es ist schon deutlich anders als noch vor 1-2 Wochen. Insofern glaube ich, hilft dieses Wahlergebnis, manche Gemüter zu beruhigen und am Ende zu einem klaren Regierungsauftrag auch aller Beteiligten zu finden. Vielen Dank an die Runde und damit zurück zu Jens Riewer. Und wir haben jetzt hier Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU. Wir haben Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und Robert Lambrou von der AfD, die momentan an zweiter Stelle steht. Herr Rhein, Sie haben einen klaren Regierungsauftrag, Sie haben mit großem Abstand gewonnen. Wen hätten Sie da gerne als Partner, die Grünen oder die SPD? Das ist ein schönes Ergebnis und mein Dank gilt natürlich den Wählerinnen und Wählern, aber auch unseren vielen Wahlkämpfern. Ja, und es ist auch ein klarer Regierungsauftrag für die Union. Und jetzt wird man sondieren müssen, mit wem man was am Ende wirklich hinbekommen kann. Wir bieten diese Gespräche selbstverständlich an unserem Koalitionspartner, den Grünen, aber auch den Sozialdemokraten, auch den Freien Demokraten, sofern sie in den Landtag kommen. Und dann wird man schauen müssen, mit wem können wir am meisten umsetzen. Also, dass es einfach bei Schwarz-Grün bleibt, ist auch heute Abend nicht ausgemachte Sache für Sie? Nein, ich glaube, man muss schon sehr genau schauen. Da ist ja etwas geschehen bei dieser Wahl und auch ein Auftrag ausgesprochen worden und auch eine Positionierung ausgesprochen worden. Und deswegen muss man wirklich mit allen sprechen. Ich finde, auch Demokraten müssen untereinander anschlussfähig sein. Frau Faeser, die SPD hat das schlechteste Ergebnis aller Zeiten in Hessen erreicht. Wofür wurden Sie abgestraft? Für den schlechten Wahlkampf, den die SPD in Hessen gemacht hat, oder für Ihre Rolle in der Bundespolitik, die abgestraft wurde? Also als Erstes möchte ich Herrn Rhein und der CDU zu dem großen Wahlerfolg gratulieren. Wir haben ein sehr enttäuschendes Ergebnis. Sie haben es zu Recht angesprochen. Wir werden das jetzt auswerten, was die Ursachen im Einzelnen dafür sind. Im Moment ist meine Partei hier in Hessen sehr stabil. Ich freue mich über große Solidarität, die ich heute Abend schon in den Gremien bekommen habe.
Können Sie dann bei einem solchen Ergebnis Bundesinnenministerin bleiben? Was sagt der Kanzler? Hatten Sie mit dem Kontakt? Also es geht jetzt nicht um Schnellschüsse, sondern es geht jetzt darum, in den Gremien die weiteren Dinge zu besprechen. Und da bin ich ganz zuversichtlich. Ich habe sehr viel Solidarität heute aus Berlin erhalten. Herr Lambrou, die AfD hat davon profitiert, dass das Thema Migration eine große Rolle gespielt hat. Nicht unbedingt ein landespolitisches Thema. Jetzt glaube ich, haben alle anderen Parteien gemerkt, dass bei diesem Bereich was geschehen muss. Wenn das wegfällt, womit machen Sie hier Opposition im Hessischen Landtag? Es ist das wichtigste Thema. Wir sehen in vielen gesellschaftspolitischen Bereichen, die Masseneinwanderung hat viele Probleme nicht geschaffen, aber sie verschärft sie dramatisch. Die Bürger spüren das und sie spüren, dass die anderen Parteien nicht zu einem Politikwechsel bereit sind. Und darauf reagieren sie mit der Wahl der AfD. Und wenn Sie dieses Thema nicht mehr haben, was wird dann Ihr Oppositionsschwerpunkt hier sein? Wir werden neben dem Thema Masseneinwanderung auch die ganzen anderen Themen aufrufen, die wir in unserem 55-seitigen Wahlprogramm haben. Und das sind auch die Themen, die die Bürger uns genannt haben im Hessentrend als die drängendsten Probleme. Bildung, Verkehr, Inflation, Energie, da gibt es vieles. Herr Rhein, Sie haben relativ moderate Töne angeschlagen zum Thema Migration, haben sich sogar von Ihrem Parteivorsitzenden Friedrich Merz zweimal absetzen müssen in diesem Wahlkampf. Ist das ein guter Hinweis für die Bundes-CDU, wie sie damit umgehen sollte? Nein, ich habe mich nicht absetzen müssen von Friedrich Merz. Naja, das haben Sie gemacht bei der Brandmauer-Diskussion und auch... Also wir haben einen klaren Kurs gefahren in der Frage. Ich glaube, die Grundlage für Wahlerfolge der Union sind Geschlossenheit und die Freude an der Gemeinsamkeit. Und das ist, glaube ich, etwas Typisches für die Hessen-CDU. Das ist unser Erfolg. Rezept und es hat funktioniert. Ja, vielen Dank und zurück zu Jens Riewer. Was war auffällig? Zunächst war es ungewohnt, dass nur drei Spitzenkandidaten interviewt wurden. Normalerweise werden alle Spitzenkandidaten dürfen kurz zu Wort kommen. Vielleicht hat man sich gedacht, dass die AfD es nicht auf Platz 3 schafft und sie dann genau nicht mehr zu Wort kommt. Weil es schon sehr ungewöhnlich ist, dass die AfD so prominent vorkommt. Weil wir erinnern uns, in allen möglichen Talkshows wurde die AfD ausgegrenzt. Und die Tagesschau ist ja reichweitenstark. Das heißt, diese Auftritte von den AfD-Vertretern, sie wurde von einem Millionenpublikum verfolgt. Wie waren diese Auftritte nun? Es war auffällig, dass wie Alice Weidel die Kandidaten betont ruhig geblieben sind. Also jetzt nicht überschwänglich waren und somit nicht in den Populismus-Frame reingelaufen sind. Anscheinend ist man sich bei der AfD sehr genau bewusst, dass man jetzt genau das nicht machen will, dass man jetzt nicht in Euphorie verfallen will, sondern man sachlich nüchtern bleiben will, was ja auch angemessen ist, weil man ja allein gegen alle steht. Und solange man nicht 25% hat, kann man keine Untersuchungsausschüsse einleiten. Das heißt, man muss sich hohe Ziele stecken, man darf nicht mit wenig zufrieden sein. Und aus meiner Sicht, das ist sehr ermutigend. Das bereitet mir große Freude, das zu sehen und das erweckt, denke ich, auch einen sehr guten Eindruck. Man war also sachlich nüchtern, hat sachliche Antworten gegeben und das dürfte der Tagesschau oder den Medien, den großen Medien gar nicht geschmeckt haben. Weil das war jetzt Wahlwerbung pur aus meiner Sicht. So wie Robert Lambrou und Uli Böhm aufgetreten sind. Es hat einen sehr seriösen Eindruck gemacht. Und wir erinnern uns, nach der Wahl ist vor der Wahl. Das heißt, die AfD wird möglicherweise nicht mehr viele Auftritte haben und für die nächsten Wahlen sind diese Eindrücke jetzt hier entscheidend. Es sind wirklich Wahlkampfauftritte für die nächsten Wahlen. Viele Menschen werden die AfD im Originalton vielleicht nie wieder hören bis zur nächsten Wahl. Und dieser Eindruck, der bleibt. Und vor allen Dingen verfestigt er sich. Und die Leute, wenn sie jetzt irgendwelche Framings hören, dann werden sie sich daran erinnern. Es ist ganz wichtig, hier haben wir es mit einem Millionenpublikum zu tun. Normalerweise bei YouTube. Es schauen natürlich auch viele Leute auf YouTube, aber es sind immer wieder die gleichen Leute, bewegen uns in der Blase und viele Menschen erreichen wir nicht. Das muss man ganz klar wissen. Oder viele Leute schauen auch nie Phoenix. Aber wenn sie sonst Fußball gucken oder irgendwelche Filme gucken, bei der Tagesschau, da schalten sie vielleicht kurz mal ein. Vor allem bei der Landtagswahl. Also das Publikum dürfte ein sehr großes Publikum gewesen sein. Was ist sonst noch zu den Wahlen zu sagen? Wie es aussieht, ist es in Hessen ganz klar so, dass die AfD zweitstärkste Partei ist. Und mit 18,5%, das ist wirklich hervorragend. Es sind natürlich keine 20%, aber trotzdem 18,5% in Hessen. Damit ist es den Medien nicht mehr möglich zu sagen, die AfD ist eine Ostpartei und sozusagen die Ossis, das sind die abgehängten Loser. Und im Westen, ja, da sind die Leute vernünftig sozusagen.
sondern 18,5% oder mehr. Das ist eigentlich ein typisches ostdeutsches Ergebnis, vom Gefühl her. Also das ist etwas, was die Leute nicht gewohnt sind, was vielleicht einiges zum Nachdenken bringt. Wodurch die Medien vor einem Problem stehen, weil die Ausgrenzungstaktik so immer schwerer funktioniert. Aus meiner Sicht ist die psychologische Wirkung von diesen 18% mit Abstand Platz 2 geschafft zu haben, das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und dann kann man wirklich Robert Lambrou beglückwünschen, dass er das geschafft hat. Natürlich die ganze Hessen-AfD, natürlich alle in der AfD. Aber Robert Lambrou hat, denke ich, sehr bedacht, sehr nüchtern, sehr sachlich den Wahlkampf geführt. Und das hat sich bestimmt auch ausgezahlt. Also wir haben die Interviews mit Robert Lambrou. Es gab natürlich auch was zu kritisieren, aber mir hat es immer sehr gut gefallen. Und er ist jemand, der hat ja auch einen Migrationshintergrund, er ist auch sehr schwer framebar. Nach jetzigem Stand ist die AfD in Bayern auch knapp auf Platz 2, was natürlich psychologisch auch gut wäre, wenn man es noch schafft, vor den Freien Wählern zu sein. Aber wichtig ist, dass die Grünen nicht Platz 2 oder Platz 3 haben, sondern dass sie Platz 4 sind. Es ist aber natürlich anzumerken, dass die Grünen mit 14% eine starke Kernwählerschaft haben. Das kann aber natürlich auch daran liegen, dass das Narrativ des Weltuntergangs, dass es bei vielen noch sitzt. Und wollen wir mal abwarten, wenn dieses Narrativ noch angekratzt wird, wenn vielen Leuten bekannt wird, dass es einen Versatz gibt von 800 Jahren zwischen Temperaturanstieg und CO2-Anstieg, aber dass nicht erst das CO2 angestiegen ist, sondern dass erst die Temperatur angestiegen ist und dann das CO2 angestiegen ist. Wenn das die Runde macht und viele Leute das wissen, dann wird sich da vielleicht auch noch was verändern. Es ist ja in Baden-Württemberg schon so, dass die AfD in den Umfragen bei 20% steht und die Grünen stark gefallen sind. Und aus meiner Sicht in Baden-Württemberg, das ist eine Art Revolution. Wir müssen uns daran erinnern, Kretschmann ist dort Ministerpräsident. Und wenn 20% in Baden-Württemberg für die AfD sind, in den Umfragen, das wird die Runde machen. Also die Leute werden sich unterhalten bei Stammtischen und da wird das Klima Untergangsnarrativ, weil es ist ja auch offensichtlich, dass die ganze Welt nicht mitmacht und das nicht so dramatisch sieht. Es ist eine tickende Zeitbombe für die Grünen, weshalb sie mittel- und langfristig sehr wahrscheinlich noch deutlich verlieren werden an Wählerstimmen. Auffällig war, dass natürlich wurde die AfD nicht unbedingt gut behandelt, aber aus meiner Sicht war der Ton weniger scharf als früher. Also die AfD wurde schon, alles in allem, war der Tonfall der Moderatoren, war auffällig neutral. Und das steht im Widerspruch zu früher. Und vielleicht hat das den Grund, dass der Westen oder man kann sagen die USA, dass sie am Verlieren sind, erkennbar. Dass ihnen überall die Fälle davon schwimmen. Dass in der Ukraine es nicht klappt, dass es überall nicht klappt. Dass möglicherweise Biden die Präsidentschaft verliert. Dass Hunter Biden vor Gericht steht. Elon Musk auch aufmüpfig ist, kann man sagen. Er sich offen für die AfD ausspricht, mehr oder weniger. Anscheinend, vielleicht haben die Medien jetzt die Strategie, sie wollen ihr eigenes Überleben sichern. Und sie wollen sich nicht unnötig angreifbar machen. Vor allem, wenn die AfD noch stärker wird, dann wollen sie rechtzeitig wieder so tun, ja, ist doch alles in Ordnung, und wollen möglichst vergessen machen, wie sie die AfD diffamiert haben. Indem sie jetzt ja, sich einigermaßen benehmen. Und darauf hoffen, dass es dann sozusagen eine Art Waffenstillstand gibt. Oder dass die AfD, sie es vergessen, sie dann nicht nachtragend sind und ja, jedenfalls die Medien so aus der Schusslinie kommen. Was auch noch ein Gesichtspunkt ist, dass mit Robert Lambrou und Uli Böhm jetzt zwei weitere Gesichter einem Millionenpublikum präsentiert wurden. Natürlich war Robert Lambrou, natürlich waren sie die Spitzenkandidaten, sie waren schon vorher ein bisschen bekannt, aber jetzt durch die Tagesschau sind sie nochmal deutlich bekannter geworden. Und das ist für die AfD spielt das eine wichtige Rolle, dass sich nicht alles auf Alice Weidel und Tino Chrupalla konzentriert. Weil bis jetzt ist das Framing ein bisschen so, okay, Alice Weidel und Tino Chrupalla, sie sind vielleicht noch ganz okay, aber den Rest von der AfD, den kann man komplett vergessen. Das sind sozusagen vielleicht zwei Leute, die man noch ein bisschen zeigen kann und die anderen kann man komplett vergessen. Dabei ist es so, dass die AfD aus meiner Sicht sehr viele, sehr fähige Leute hat. Und das wurde jetzt hier auch deutlich. Wurde auch einem Millionenpublikum deutlich. Aus meiner Sicht stechen ja, die AfD-Leute stechen ganz klar heraus, im Gegensatz zu den anderen Parteien. Also aus meiner Sicht, vielleicht ist das ja Einbildung, aber allein schon die Außendarstellung ist schon, finde ich, schon deutlich besser.
Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass bewusst Loser ausgewählt werden bei den Altparteien. Also beispielsweise ganz viele haben keine Berufsausbildung, weil diese Leute natürlich besonders abhängig sind und besonders steuerbar sind durch die großen Medien, weil sie vor dem völligen Ausstehen, wenn sie ihr Mandat verlieren. Das heißt, da kann man sich darauf verlassen, dass diese Leute loyal sind. Aber das geht natürlich auf Kosten der Qualität. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.